Energieverlust, den holen wir jetzt wieder raus, ne? Indem wir was Süßes ins Programm bringen. Ja, unbedingt. Wir haben jetzt einen ganz tollen Gast. Wir haben ihn vorhin schon mal ganz kurz kennengelernt. Er durfte nämlich das Törtchen übergeben für unser Geburtstagskind. Ja. Und deswegen bitten wir jetzt den Matthias zu uns. Komm doch mal zu uns in unsere goldene Mitte am besten. Und Matthias kommt, ich weiß gar nicht, kommst du gebürtig aus Köln? Nee, ne? Ja? Ja, ich komme gebürtig aus Köln. Gebürtig aus Köln? Ja. Musst du selbst das überlegen. Musst du selber überlegen, aber ja, wahrscheinlich hast du die Welt schon bereist, denke ich mal. Ne? Ich sage dann schon immer, ich wollte nie in Köln bleiben, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Ja, das ist manchmal so. Ich bin auch wieder zurück nach Berlin. Also. Und 2009 warst du sogar Patissier des Jahres. Genau. Und nicht nur das, sondern das war auch der Moment, wo du bei Törtchen sozusagen gestartet bist und auch gleich mit Eigentümer wurdest. Erzähl mal ein bisschen was über Törtchen und warum hat dich das auch so fasziniert, dort zu arbeiten? Was habt ihr in den letzten Jahren da auch bewegt? Ja, der hauptsächliche Grund war, dass ich bin gelernter Koch und Konditormeister, war eben in der Gastronomie unterwegs und ich habe früher mal gedacht, mit 30 bin ich raus aus der Szene und dann habe ich eben, als ich 29 war, 2009, kam die Anfrage, okay, von der Gastronomie zu wechseln in die Patisserie, also in ein Ladengeschäft und der größte Punkt war für mich, dass die Patisserie im Grunde ja, wenn man in der Küche oder im Restaurant arbeitet, immer nur ein Teil des Ganzen ist, zum Abschluss kommt. Das zwar schön ist, aber im Grunde kommen die Leute ja nicht wegen mir oder wegen meinem Werk dann ins Restaurant. Und so, das war das einfach folgerichtig, dass ich sagte, okay, ich möchte in Köln bleiben und die Leute sollen zu meinem Job kommen. Ja, schön. Ich glaube, das habt ihr auch gut geschafft. Ne? Eigentlich ja, absolut. Auch wieder so ein Beyond-Crisis-Thema. Ne? Irgendwo ja. Aus dem Mangel heraus oder aus dem Gefühl, da bin ich noch nicht am richtigen Platz, ist was Tolles entstanden. Ja, ne? Ja, das stimmt. Ja. So, jetzt hoffe ich, dass ihr alle Schokolade habt. Ja, okay, griffbereit. Genauso genau. Auch die Teilnehmer jetzt im Stream. Ihr hattet ja in den Boxen auch Schokolade. Ich hoffe, ihr habt euch die noch zurückgehalten. Und wie gesagt, die jetzt keine Schokolade, keine Box hatten, können auch andere Schokolade nehmen. Ich weiß zwar nicht, ob die dann so lecker sein wird wie die hier. Wir haben auch eine bekommen, das ist sehr schön. Dann lernen wir, du bist ja auch Schokoladenbotschafter. Schokoladenbotschafter, ja? Genau. Das kannte ich auch noch nicht. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz das noch mal erläutern, was das bedeutet. Im Grunde geht es hauptsächlich darum, mit Leuten über Schokolade zu reden und einfach Schokolade als einfach Genussmittel zu vertreten. Ja. Und eben bei der Verkostung geht es ja ganz klar darum, also Schokolade essen, gut, das denke ich, tut jeder, außer die paar Prozent, die es nicht mögen. Aber eben essen ist nicht gleich probieren oder gleich schmecken. Hm. Von dem her ist es ähnlich wie beim Wein. Also hat sehr, sehr viele Facetten. Da sind jetzt auch keine gängigen Schokoladengeschmäcker drin, sondern wirklich auch die erste schmeckt schon anders, als eigentlich man eine dunkle Schokolade erwartet. Von dem her ja, bitte ich alle einfach die Sinne einzustimmen und darauf ja, zu warten, dass man die Schokolade genießen darf, probieren muss und nicht nur einfach essen. Das könnt ihr am Ende machen, natürlich. Darum geht es natürlich auch. Aber hauptsächlich geht es darum, jetzt mal einfach Schritt für Schritt uns dem anzunähern. Komm ruhig noch ein Stück vor zu uns, weil sehr gerne. Natürlich erstens, damit der Duft ein bisschen in den Raum geht. Auch, dass die Kamera dich noch besser einfangen kann. Genau. Ja. Also, und genau, du hast es schon gemacht. Du hast die Schokolade schon gerochen. Was für ein Teller? Das ist aber erst ein späterer Schritt. Wichtig ist, dass wir als erstes schaut man sich die Schokolade an. Ich habe euch drei verschiedene eingepackt. Die oberste ist 70%, die in der Mitte sind 72% Kakaoanteil und die untere sind 75%. Im Optimalfall würde man jetzt eine weiße Fläche nehmen, die Schokoladendichter drauflegen und kannst du einmal, darf ich mir die einmal nehmen? Was möchtest du? Darf ich einmal klauen? Nee, darfst du nicht klauen. Okay. Aber ich mache das. Ich habe meinen leider nicht mitgenommen. Das macht nichts. Genau. Also, so sieht man die Brauntöne und hat dann wirklich, wenn man die mal vergleicht, auch mal die Rückseite nehmen. Die ist ein bisschen matter. Da kann man eventuell dann Unterschiede wahrnehmen. Wenn sie alle gleich aussehen, kann natürlich auch passieren, aber man hat halt wirklich von Rottönen zu Brauntönen einfach sehr viele verschiedene Farben, die man ja, erkennen kann. Bei Milchschokoladen kann man das Gleiche machen, bei weißer Schokolade eben. Das Zweite, was man macht, wir beschäftigen uns immer erstmal nur mit der obersten Schokolade, damit wir alle über das Gleiche sprechen, dass man die einmal in die Hand nimmt, mal fühlt und mal dran reibt und sieht oder fühlt eben, wie schnell schmilzt die oder schmilzt die überhaupt oder ist es ein wachsiges Gefühl, dass man auch ein bisschen mal dran reibt und
Ja, das ist doch schön an Schokolade, oder? Das stimmt. Ich überlege die ganze Zeit, wenn früher mein Vater gesagt hätte, statt stopf dir den Mund, mach aus mal das mit, da wäre ich verrückt geworden. Aber jetzt sehe ich, Das ist ein Unterschied. Kannst du einmal zweimal drücken? Zweimal drücken, kurz. Zweimal gleich? Zweimal, genau. Ah, wir sind die Farbe haben wir ja hinter uns noch einmal gerne. Dann haben wir das Tasten, wo man einfach sagt, okay, wie fühlt es sich an? Mach ruhig, genau, noch einen. Genau. Und direkt noch einen. Wo man einfach merkt, okay, die Schokolade, wir haben jetzt Raumtemperatur hier, sie ist immer noch nicht geschmolzen. Also daran merkt man halt, dass sie halt einen hohen Kakaobutteranteil hat beispielsweise und eine gute Kuvertüre ist. Das merkt man hierbei ganz gut. Genau, und dann jetzt haben wir kommt was ganz das Hören. Genau, das ganz da bin ich mal gespannt, Hören. Wie hört sich Schokolade an? Wie hört sich Schokolade an? Ich lege das mal kurz hier ab. Also es soll halt knacken. Ne? Ich meine, ich müsste es ans Ohr halten, das habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Wie hart ist dieser Snap, also dieser Knack? Macht unbedingt eine Aufnahme von hier, das ist besonders schön. Einmal. Hört sich der Knackt es? Oder ist es eher so, dass sie nicht so hart bricht? Das ist natürlich bei dunklen Schokoladen und bei Milch oder weißen Schokoladen unterschiedlich, aber sollte einfach sich schön knacken lassen. Genau. Das nächste wäre dann eben das Riechen, wo man mal dran reibt, dass sie ein bisschen anschmilzt und dass man einmal zur Nase, das zweite Mal zur Nase und das dritte Mal zur Nase geht. Es ist immer noch der alte Affekt, ich möchte es direkt. Man will einfach dran riechen. Kleine Folter. Und halt eben dann, einmal kannst du gerne weitermachen, den Knopf. Das ist ja jetzt wirklich nur die Riechen und Knopf drin. Ja, also immer einfach verschiedene aber ich Überlegungen. Jetzt drücke ich gern weiter, das kommt das Schmecken. Wo man verschiedene Überlegungen beim Riechen einfach dran gucken kann, wo man merkt, welche Noten sind da, ist es eher ein bisschen bitterer, ist es ein bisschen herber, ist es ein bisschen fruchtig und so weiter. Genau, beim Schmecken ist ganz wichtig, am Anfang mal die Nase zuhalten, dass man im ersten Moment, wenn man die Schokolade in den Mund nimmt, erstmal nicht die Aromen durch die Nase zieht, sondern nur, ist es süß, ist es sauer, hat und dann die Nase frei macht und dann die Aromen schmeckt. Das ist wirklich ein interessanter Effekt, um am Anfang zu merken, wie sind diese Grundnoten der Schokolade und im zweiten Schritt, wie sind die Aromen der Schokolade. Und da merkt man jetzt hier, das ist wie beim Wein, ich kann ja sagen, okay, also klar kann man sagen, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Aber es ist natürlich nochmal, man sagt, das ist eher eine säuerliche Schokolade, die so ein bisschen hölzerne Töne hat und im Grunde dieses Bittere des Kakaos gar nicht so intensiv ist. Du hast eher ein bisschen Säure. Ja, ich habe noch eine interessante Sache miterlebt gerade. Ich bräuchte noch einen Finger mehr, weil ich habe an der Schokolade natürlich getastet. Dann irgendwann wollte ich mir die Nase zuhalten, jetzt habe ich wahrscheinlich zwei braune Flecken drauf. Also gar nicht so einfach mit einem zusammen. Das ist ein natürliches Make-up, was man hier noch aufträgt. Genau, sehr schön. Okay, genau. Und dann ist es eben, in dem Moment merkt man, dass man halt viel des Geschmacks einfach über die Nase wahrnimmt. Ja. Und jetzt haben wir natürlich auch eine Sprache, die man dazu hat. Wie kann man die Sachen beschreiben? Da sind wir erstmal in der Mitte, wo man sagt, Mundgefühl, der Geschmack und die Aromen. Und dann geht es ja eben nach außen weiter, dass man einfach Wörter findet und Wörter hat, über die man sprechen kann. Dass man, wie sind die Aromen? Ist es eher ein bisschen hölzern? Ist es ein florales Aroma? Ist es grundsätzlich sauer, säuerlich? Ist es eher herb? Ist es bitter? Ist es süß? Wie schmilzt es im Mund? Das hat man jetzt auch so ein bisschen schon, denke ich, in den Fingern. Also man merkt jetzt langsam diesen Fettfilm an den Fingern. Ja. Und im Mund ist es ja ähnlich, dass man einfach... das Schmelzverhalten ist, und dann kommen wir zu den nächsten Schokoladen, ist immer sehr unterschiedlich. Und man kann da herrlich drüber diskutieren, über Geschmack. Klar, lässt sich auch drüber streiten. Am Ende kann man bei keiner Sache sagen, hey, das ist, du liegst falsch. Sondern jeder hat seinen eigenen persönlichen Geschmack dabei. Und wenn ich da die Noten drin finde und euch jetzt sage, okay, da ist jetzt... ein hölzerner Ton drin, dann kann man es vielleicht besser zuordnen. Und wenn man keine Idee hat, dann ist es auch okay. Aber das hat nachher den Effekt. Und jetzt können wir uns mal der zweiten Schokolade zuwenden, wo man auch wirklich mal Unterschiede macht. Wer Wasser hat, gerne ein bisschen den Mund durchspülen. Das ist natürlich auch wichtig, dass man ein bisschen neutralisiert.
Und da das Gleiche, dass man einfach mal guckt. Geguckt haben wir ja, dass man nochmal fühlt, ist der, das Gefühl anders und man merkt direkt, dass sie ein bisschen wachsiger ist. Die schmiert ein bisschen mehr an den Fingern. Ja, das stimmt. Beim Hören. Nicht an der Jacke. Ja, das stimmt. Ja, ist halt Schokolade. Ne? Beim Hören merkt man, also ich finde, die knackt nicht so laut wie die andere, obwohl sie einen 2%iger höheren Kakaogehalt hat. Also auch der Kakaogehalt sagt nicht unbedingt sowohl nicht über den Geschmack aus, als auch nicht über die Festigkeit der Schokolade. Und dann, ich habe das erst also beim Riechen, ich habe auch schon, siehst du, ich habe auch schon direkt im Mund gesteckt. Sehr schön. Das passiert einfach. Und ich beim Riechen finde jetzt, die erste hat intensiver gerochen. Bei der ist es jetzt etwas, aber die schmeckt etwas weniger. Aber genau. Wenn man erst nochmal den mit der Nase macht, ne, das ist immer die Sache, wo man sagt, es ist echt anstrengend, also was heißt anstrengend, aber wenn man bewusst etwas probieren möchte und dann danach darüber sprechen möchte, wie schmeckt es und das vergleichen, das ist sehr aufwendig. Also in der Viertelstunde ist es eigentlich, finde ich, zu kurz. Jetzt zwei zu essen ist schon zu kurz. Also es geht halt wirklich darum, dass man das nochmal bewusst für sich erlebt und seine Sprache dazu findet. Ja. Finde ich sehr interessant, weil man es bisher nicht artikuliert. Wenn man es artikuliert, verwandelt es sich auch irgendwie. Es ist eine neue Welt, die sich da plötzlich auftut. Und hier ist er direkt so richtig herb, so ein bisschen trocken im Mund. Ja. Und wenn ihr nachher die dritte esst, da hat man auch schon wieder eine ganz andere Intensität. Und wie gesagt, das hängt nicht vom Kakaogehalt ab, sondern ist dann auch nachher, wo kommen die Bohnen her, welche Sorte ist das? Wie ist der Ausbau, auch das Thema Conchieren, also wie wird die Schokolade verarbeitet. Das sind dann alles Themen, die man mit der Schokolade hat. Und anders als im Wein, da sind ungefähr 300 Aromen drin, hier sind 1000 Aromen drin. Also es ist eigentlich viel komplexer sogar, aber halt nicht so gesellschaftlich verankert, das Schokolade gemeinsam probieren und darüber zu diskutieren, wie halt über dem Wein zu hängen und Ja, aber glücklich macht es ja trotzdem, ne? In irgendeiner Form und wahrscheinlich ohne... Wie sagt man, Reue am nächsten Tag? Na gut, wenn man es dauerhaft macht, kommt die Reue. Also ich glaube, wenn man die Schokolade so probiert, dann braucht man nichts zu bereuen. Das denke ich auch. Das sind 25 Gramm jetzt insgesamt hier. Und ich persönlich finde, gerade jetzt, wenn man bei der dunklen Schokolade isst, die dritte esse ich jetzt einfach direkt. Und das, finde ich, ist meine Lieblingsschokolade, die dritte, die unterste. Du hast auch genug danach. Weil es einfach sehr intensiv ist und weil du es ganz anders erlebst, als wenn du nebenbei isst. Ich meine, das ist beim Essen allgemein. Wenn ich nebenbei esse, ist es drin und ich habe nachher keinen Nachhall im Kopf. Wenn ich es bewusst genieße und probiere, dann habe ich wirklich ein Erlebnis und kann mich damit sogar sehr lange beschäftigen. Ja, also es klingt sehr gut. Ich werde jetzt nur noch die Schokolade so essen. Genau. Weil das ist ja auch das Thema Achtsamkeit, einfach viel ganz anders mit sich umgehen, ne, mit den Sachen, die man zu sich nimmt. Vielen, vielen Dank, lieber Matthias. Sehr gerne. Und du hast ja noch eine kleine Überraschung mitgebracht. Und zwar haben wir schon angekündigt, wer bis zum bitteren Ende, genau, das passt ja gar nicht, Schokolade. Bittere Schokolade, ne? Warte mal, das sind genau. Der bekommt hier noch etwas ganz zum Schluss. Und zwar verlosen wir 3 Mitgliedschaften. Also wir haben ja die Basic ist ja kostenfrei, aber eine Pro, eine Premium und eine Superior. Dann gibt es noch on top von Deko Konzept Franz, die diese wunderschöne Deko gemacht haben, auch noch einen Wertcheck für Hygiene. Das heißt, also wirklich eine Kurzanalyse für eure Sicherheitsmaßnahmen, 5 Stunden. Und das sind auch Profis, die sich jetzt mit diesem Gebiet sehr gut auseinandersetzen. Wenn ihr noch Fragen habt, warum sie qualifiziert sind, das zu machen, könnt ihr auch gerne noch mal zu Deko-Konzept gehen. Und dann als Highlight für jeden Einzelnen kleines noch. Büchlein von mir. Ja? Erzähl mal. Ja, ich habe inzwischen schon 7 Backbücher geschrieben. Das ist eins davon, süß und trendy. Im Grunde Kleinigkeiten, die man zu Hause gut umsetzen kann. Mehr gibt es da gar nicht zu nichts zu sagen. Ich habe bei allen Büchern alle Rezepte selbst geschrieben. Die Fotos sogar mit einem Fotografen, wo wir eben bei Kamera waren, also mit einem Fotografen, mit einem Profi zusammen die Fotos gemacht. Und alle Fehler, die drin sind, sind auf meinem Mist gewachsen. Von dem her kann ich damit gut leben. Genau, und wer es gewinnen möchte, der einfach nur bei Slido unter Fragen seinen Namen bitte eingeben und einmal Törtchen schreiben. Das ist nämlich das Stichwort. Am besten dann zweimal. Zweimal? Okay, dann richtig Törtchen bitte zusammengeschrieben.
Ja? Ja. Und das dann bitte bis zu unserer Auswertung. Wir werden 15.50 Uhr auswerten. Also wenn ihr das bis 15.30 Uhr schafft, wäre gut. Und dann werden wir einen Gewinner oder drei Gewinner ziehen. Ja. Ne? Ja, dann vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Hat mich gefreut. Es hat euch allen geschmeckt. Ja, ganz super. Sicher. Und noch, ich glaube, glückliche Gesichter zu sehen, das ist immer was. Hat noch jemand was aufgehoben oder ist alles weg? Ja, doch, so ein bisschen. Doch, ich bin zu Hause, für die Probierrunde zu Hause. Sehr, sehr schön. Okay, genau, noch Dank. Eine kleine Bitte habe ich noch. Wir haben jetzt ein Profil bei Proven Expert. Wenn euch das gefällt, was ihr heute erlebt, wir haben jetzt die QR-Codes ausgelegt. Einfach einscannen und ein kleines Feedback geben. Wir werden es dann aber auch noch mal später im Stream noch mal einblenden. Okay, ne? Vielen Dank. Ja. Dann Dankeschön, dann werde ich jetzt die Schokolade essen. Genau. Genießen, verkosten. Ich führe euch in eine kleine, fast vorletzte Pause, würde ich sagen. Denn jetzt gibt es disruptive Fishbowl. Disruptiv kann man natürlich sehr schön verwenden, indem man einfach sagt, gut, geht nicht so, wie wir es bisher gemacht haben. Machen wir es einfach ein bisschen anders. Tun wir. Und zwar letztendlich geht es darum, dass ihr ja heute, also hier sowohl im Stream als auch hier, sehr, sehr viele Fragen gestellt habt, manchmal auch zwischen den Zeilen, aber viele auch direkt bei uns angekommen sind. Die wollen wir gleich nochmal in einer kleinen Expertenrunde diskutieren. Und da werden wir auch nochmal live auch Leute rein und die dazu Fragen stellen. Also nutzt eine kleine Pause und dann könnt ihr uns löchern. Und wenn ihr hier vor Ort dann nochmal was dazwischen rufen wollt, auch das ist alles möglich. Da haben wir das Besondere. Danke sehr. Bis gleich.